Moin Moin Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute steht Battlefield 5 auf dem Programm und zwar soll ich eine Wochenaufgabe machen, die Wochenaufgabe Pflastermechanik. Um was geht's? Heile in einem Leben bei Teamkameraden 500 Punkte als Sanitäter. Leute, sag ganz ehrlich, die Aufgabe war auch scheiße, oder? Die Aufgabe war auch scheiße! Ja? Sagt mal ganz ehrlich! Sie hat mich einfach in den Wahnsinn getrieben. Ich bin ein Schmetterling! Ein Schmetterling! Ich bin ein Schmetterling! Ich muss sagen, ich war in einer Runde Battlefield noch nie so lange am Leben geblieben, habe noch nie so viele Teamkameraden geheilt und mit Medipacks versorgt, habe aber dennoch versagt, habe es nicht geschafft, habe dann aufgegeben und mich für eine andere Wochenaufgabe entschieden, um an die Waffe zu bekommen. Warum? Das erfahren wir und sehen wir im Video. Leider gibt es keinen Ton, kein Schlachtgetümmel, kein Geballer, kein Einschlagen von Granaten. Weil ich nebenbei noch meine Serie Vikings geschaut habe auf dem PC und deren Ton ebenfalls mit aufgezeichnet wurde. Wie sich das anhört, zeige ich euch kurz, danach geht's mit dem Video auch richtig los. Bis dann, ciao. Ich muss gehen, Eva. Helga ist fort, hier gibt es nichts mehr für mich. In dieser Welt ist mir nichts mehr wichtig. So, ich muss eigentlich sagen, so schlecht fand ich das jetzt nicht mit der Musik und dem Erzählen im Hintergrund. Basta eigentlich, gerade der letzte Teil mit diesem Kriegsgejammer und Geheul. Das, ja, hätte man eigentlich durchaus so lassen können, aber ich glaube, damit hätte ich mir nur Ärger eingehandelt. So, aber jetzt zurück zum Thema. Heilen war angesagt für 500 Punkte und im Nachhinein betrachtet... Ich habe es damals nicht kapiert, aber jetzt, als ich es mir später nochmal angeschaut habe, ich habe immer gedacht, so muss ich es machen. Ich muss hier in die Spritze reinrennen und dachte mir, 500 Punkte sind schnell zusammen, aber hat nicht gezählt. Und die meinten aber, heilen mit diesen Medipacks, so praktisch versorgen und die müssen sich dann heilen. Das ist natürlich dann das Problem. Das Problem ist nicht, denen die Medipacks an den Hals zu schmeißen, sondern... Die müssen die dann auch noch benutzen und nur das zählt. Und es war, wie wir später sehen werden, schon echt weit fortgeschritten, hat aber dann im Endeffekt doch nicht gereicht und ich habe es dann halt aufgegeben. Aber wie gesagt, bisher war ich immer der Meinung, ja, heilen mit Spritzen. Das ist, hier sehen wir schon, 218 Punkte wurden schon geheilt. Das mit den Spritzen, das ist für mich halt so ein Verständnisproblem gewesen. Ich bin ja nicht der Battlefield 5 Crack. Für mich war das jetzt auch schon heilen. Die sind ja nicht tot, die sind ja nicht wirklich tot. Da steht zwar da reanimieren, aber die sind ja eigentlich noch am Leben. Ich habe sie ja praktisch nur geheilt. Das war das, was ich immer so unter heilen verstanden habe. Und nicht den mit Medipacks versorgen. Eigentlich finde ich auch, dass die Aufgabe irgendwie falsch formuliert war. Man hätte es vielleicht besser ausdrücken können. Man hätte sagen können, ja, versorge deine Teamkameraden mit Bandagen und diese müssen sich dann insgesamt um 500 Punkte damit heilen oder irgendwas sowas. Jedenfalls verständlicher. Also ich habe es, wie gesagt, halt völlig falsch aufgefasst. Ja, aber so lange war ich noch nie in Battlefield am Leben am Stück. Das waren, glaube ich, jetzt schon... 4 Minuten oder so. Das Video ging ja knapp 40 Minuten, eine halbe Stunde, weiß ich nicht mal so genau, musste man das nochmal am Ganzen sich reinziehen. Ich habe ja auch etwas später erst aufgenommen, weil ich dachte, okay, zieh dir das mal rein, merk dir das mal, nimm das mal auf, weil ich hatte ja schon vorher eine Runde gedreht und es hat einfach nicht gezählt. Da wieder einen versorgt und ich habe auch wirklich... Ab dem Zeitpunkt, ab Start des Videos, keinen Tod verheimlicht. Also ich, was ihr seht, ist wirklich durchgehend ran. Wenn ich sterbe, seht ihr das auch, damit ihr euch mal einen Blick verschafft. Also wirklich ohne Scheiß, ich habe hier durchgezogen wie ein Weltmeister. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Kameraden wiederbelebt und geheilt an einem Stück, in einem Leben. Wie ein kleines, fleißiges Bienchen schwebe ich hier über das Kriegsfeld, über das Schlachtfeld.
rette und heile meine Kameraden, hat aber im Endeffekt dann doch nichts genutzt, weil wir haben doch noch das Spiel verloren. Da ist wieder jemand, der meine Hilfe braucht. Und, warte, ich bin doch zwischenzeitlich mal gestorben, sehe ich gerade, weil es fing wieder an. Jetzt bei 52, 62, es geht glaube ich bis 90. Ja, hat sich hier wieder jemand geheilt mit meiner Bandage, mit dem Binden, den ich ihnen an den Kopf geschmissen habe. Jemand Bandagen? Nein, da ist jemand. Da, zack. Das ist, glaube ich, auch ein guter Abnehmer. Da nimmt gleich nochmal. Kurz gucken. Da ist er wieder. Hier, Freundchen. Da, wieder. Sehr schön. Heile dich. Das war, glaube ich, mein bester Kunde im ganzen Spiel. Da ist er wieder. Zack, wieder. Jetzt sind wir schon wieder bei 152. Eigentlich ist es machbar, aber ich habe dann echt die Lust verloren gehabt. Gerade zum Schluss hin werde ich sehen, dann liege ich nur noch im Dreck. Dann war irgendwie der Drops gelutscht. Ich wurde gesichtet. Ja, jetzt sind wir schon wieder bei 178 Punkten von 500. Und einmal war es, glaube ich, was mich auch etwas verwirrt hat, war, glaube ich, der Umstand, dass ich jemanden reanimiert habe und dass kurz danach diese Anzeige, diese Punkteanzeige angezeigt wurde. Aber wahrscheinlich dann hat gerade in dem Moment jemand seine Bandagen benutzt. Und das hat mich zusätzlich noch verwirrt. Jetzt sind wir schon bei 274 von 500. Und ich glaube, jetzt geht es auf 300, 307. Das ist Rekord. Und so gut wurde ich im Spiel, ja, dann leider nicht mehr. So, jetzt gibt es eins auf die Mütze. Bam, da oben war jemand. Hinterhältiger Schweinehund hat mich einfach abgeknallt, als ich meinen Kameraden retten wollte. Kein Respekt vor der Medizin, die Leute. Aber jetzt gibt's Rache. Zack. Zack, und weil es so schön war, gleich nochmal. Ja, Schweine. Mein Rekord habt ihr aber den Haufen geschossen. Ach so, ja, die EMP hatte ich gespielt. Die fand ich auch nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier wieder verreckt. Da zieht mich mal jemand wieder ins Leben zurück. Was auch selten ist. Andauernd bin ich unterwegs wie eine Biene, rette und heile. Und ja, wenn ich mal im Dreck liege, rennen sie alle an mir vorbei. Schnell noch eine Versorgungsstation errichtet, man hat ja sonst nichts zu tun. Mann, an der Kiste hängen geblieben hier. Aber ich muss auch sagen, jetzt von dem neuen, vom Pazifiksturm und so, ist das hier eigentlich meine Lieblingsmap, Iwo Jima. Die mag ich am liebsten. Die Inseln, die gehen mir so auf den Keks, Alter. Die neue Insel ist schon wieder ein bisschen besser als die andere. Die heißt, glaube ich, Pazifiksturm, oder? Weiß ich jetzt, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber die mag ich überhaupt nicht. Dieses Kraut dort auf der Erde, was das soll? Du willst dich verstecken und jeder sieht dich. Und das Einzige, was das Kraut macht, ist dich beim Laufen behindern, dir die Sicht zu nehmen. Und wenn du denkst, du hast eine Tarnung, der ist schon wieder verreckt, dann hast du dich geirrt, weil irgendjemand erschießt dich, obwohl du im Kraut liegst. Aber die mag ich richtig gut, die Map. Die gefällt mir sehr gut. Auch der Ansturm auf die Küste oder die Verteidigung der Küste, um den Ansturm abzuwehren und dann der Run auf die Berge da hinten, das auf die Höhlen, das macht übelst Spaß. Das finde ich richtig, richtig nice. Und hier schmeiße ich Pakete wie ein Weltmeister. Aber das war ja auch das Problem, dass niemand dann diese Pakete, diese Medipacks verbraucht hat. Da ist wieder einer, der braucht was, der rennt weg, ich will hinterher, komm, hier, dein Paket, warte. So, und hier, da, zack. Noch jemand. Und da, sie heilen sich einfach nicht so richtig. Keiner da, der ein Paket braucht. Hier wieder kurz ins Leben zurückgeholt.
Und hier, zack. Noch jemand. Da oben. Ja, Heilung geht vor Medipacks werfen. Oh, hier sind sie alle. Alle haben Bedarf. Und haben sich sogar geheilt. Ich bin schon wieder bei 227 Punkten von 500. Hier, schmeiß raus das Zeug. Hier stehen wieder zwei Artgenossen. Ja, der hat es nicht geschafft. Der braucht kein Medipack mehr. Komm, Sportsfreund. Was mir auch immer oft passiert ist, ich habe diese Nebelgranate geschossen und dann erstmal fröhlich am Nachladen. Hier, zack. Medipack raus. Aber er benutzt es nicht. Da wieder eins. Da noch eins. Und da haben wir auch schon hinüber. Da braucht es auch nicht mehr. Jetzt brauchte ich selber mal wieder Medizin. Da wieder. Ich glaube, so viele Medipacks, wie ich hier geworfen habe, bei 263 sind wir jetzt schon wieder, es hätte reichen müssen, wenn sie alle ihre Medipacks benutzt hätten. Aber war leider nicht der Fall und damit war es das dann, glaube ich, auch jetzt. Gleich geht es nur noch bergab für den alten Senseless. Wumms, Panzer weggeholt. Und das war das Ende vom Lied. Wir haben uns jetzt gegenseitig nochmal versorgt. Aber jetzt geht's Schlag auf Schlag. Jetzt war die Luft raus, es war auch... Das Spiel neigte sich dem Ende entgegen, jetzt war auch kein Blumenstrauß mehr zu gewinnen. Ihr seht, jetzt merkt man's, das war... Es lief eine Zeit lang ganz gut. Obwohl ich auch da gestorben bin und mich wieder gerappelt habe. Aber jetzt ist einfach die Luft raus gewesen. Keine Lust mehr. Ich danke euch jedenfalls fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Komm, haut was in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.